Hallo meine Freunde und willkommen zu einem Video, was sich sehr, sehr viele von euch gewünscht haben. Nämlich, wolltet ihr gerne, dass ich ein Video über das kommende Sommer-Update mache? Und das wird jetzt dieses Video sein. Es sind schon einige Dinge bekannt und veröffentlicht worden von Frontier, die auf jeden Fall im Update kommen werden. Und ich kann schon mal sagen und verraten, das Update wird wirklich, wirklich geil werden. Ich freue mich darauf und das Update kommt am 18. Juni, wird soweit sein. Wahrscheinlich erst abends oder so, aber wir werden es auf jeden Fall zusammen spielen, denke ich mal. Ich versuche mal Urlaub zu bekommen bei der Arbeit, dann können wir vielleicht auch schon am gleichen Tag streamen. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange. Wir sprechen alle Punkte an, die auf jeden Fall von Frontier offiziell bestätigt wurden und die auf jeden Fall kommen werden. Und da fangen wir gleich mit einer Sache an, die mir persönlich mit am wichtigsten ist, nämlich mit den Terrain- und Scenery-Items. Mit Terrain-Items sind natürlich die Terrain-Tools gemeint, auf die wir schon ewig lange warten. Und damit können wir dann endlich unsere Untergründe auch mal individualisieren. Zum Beispiel einen Sandboden machen, eine Wüstengehege, einen Felsboden für irgendwelche Berge oder Klippen oder sowas. Also das wird mega, mega cool. Was noch dazu gesagt werden muss, man wird auf jeder Insel verschiedene Möglichkeiten haben, also verschiedene Terrain-Tools haben. Es sind auf jeder Insel nur bestimmte, die auch passen, freigeschaltet. Das heißt zum Beispiel auf Isla Muerta, die ja recht sandig ist, wird man dann auch Sandbrushes sozusagen benutzen können. Das wird man auf anderen Inseln nicht. Man soll aber auswählen können zwischen Fels, Schlamm und Grasbrushes. Und natürlich, wie schon gesagt, die Sandbrushes auf bestimmten Inseln, wo es dann passt. Finde ich wieder persönlich ein bisschen schade, dass man nicht auf jeder Insel jedes Terrain sozusagen machen kann. Aber ich freue mich trotzdem mega auf das Terrain-Tool. Und der zweite Punkt auf dieser Terrain- und Scenery-Items-Liste, das sind die Bush-Tools. Das heißt, man kann jede Buschart, die es gibt ja auf verschiedenen Inseln verschiedene Büsche, jetzt kann man jede Buschart auf jeder Insel platzieren. Damit kann man auch schon echt für Variation sorgen. Damit kann man einen viel cooleren Dschungel und sowas erschaffen mit verschiedenen Pflanzen. Also mega, mega cool. Und es soll auch ein zusätzlicher neuer Buschtyp dazukommen, den es noch nicht im Spiel gibt. Der wird dann natürlich auch nochmal ein bisschen mehr für Variation sorgen. Also immer gut, sowas zu haben. Und der letzte Punkt auf dieser Liste sind die Natural Scenery Items. Damit sind Felsen, Steine und Bäume gemeint. Es werden 5 verschiedene Bäume in das Spiel kommen, die man dann auswählen kann. Darunter soll es eine Palme auf jeden Fall geben und einen Baum, der relativ flach und breites Geäst so hat. Da stand bei, dass der wohl ein perfekter Unterschlupf für Dinosaurier sein soll. Ich bin mal sehr gespannt, ob die Dinosaurier dann auch bei Regen da untergehen werden. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und bei Stein stand noch, es soll 6 einzigartige Steine und Felsformationen geben, was auch richtig, richtig cool für die Gestaltung ist. Also das ist mit der wichtigste Punkt, auch der Punkt, den ich mir am meisten gewünscht habe. Aber das war noch lange nicht alles auf meiner Liste, beziehungsweise auf der Liste von Frontier. Der nächste Punkt auf der Liste ist Spinosaurid Care. Das heißt so viel wie die Spinosauriden, das sind ja zum Beispiel der Baryonyx oder Spinosaurus, halt die Dinosaurier, die auch zum Großteil mit im Wasser gelebt haben, werden sozusagen eine neue Anforderung hinzubekommen. Also es gab ja zum Beispiel Grasland und Wald als Anforderung und diese Spinosauriden, die werden jetzt die Anforderung Gewässer sozusagen hinzubekommen. Das heißt, sie brauchen auch bestimmt viel Gewässer im Gehege, um glücklich zu sein. Und dafür wird es dann auch einen neuen Futterspender geben. Der wird Fische beinhalten, den kann man nur im Wasser platzieren. Und dieser bringt natürlich auch eine neue Fressanimation mit. Also auch eine sehr, sehr schöne Sache. Freue ich mich auch sehr drauf. Vor allem, weil ich den Spinosaurus richtig, richtig feiere in Jurassic World Evolution. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Das ist Pachycephalosauria Defense Improvements. Das heißt so viel wie ich spreche es nicht nochmal aus. Ihr wisst, was ich meine. Der Pachy halt, der Stegimoloch und der Dracorex, halt die kleinen Dinosaurier, die immer mit den Köpfen gerne gegeneinander stoßen. Die bekommen jetzt die Fähigkeit, sich auch gegen kleinere Theropoden wie zum Beispiel den Velociraptor zu wehren und lassen sich nicht einfach mehr so fressen von denen, ohne sich zu verteidigen. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil die haben ja eine Waffe und warum sollten sie die nicht einsetzen? Das werden sie jetzt auf jeden Fall tun und es wird auch neue Kill-Animationen geben, da bin ich sehr gespannt drauf, die werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Ist eine coole kleine Neuerung, Änderung, vielleicht können wir damit auch das ein oder andere coole Battle-Royale-Video dann machen. Ansonsten steht hier noch Dinosaurier-Improvements, das heißt einfach Verbesserung an Dinosauriern. Zum Beispiel Sauropoden, das sind die Langhälse, die großen Dinosaurier, geraten nicht mehr in Panik gegen große Theropoden, einfach weil die keine Bedrohung für diese darstellen. Und dann rennen die nicht mehr weg und können auch ganz in Ruhe und entspannt im Gehege sein
und trinken und essen, weil das war ja mal ein bisschen doof, weil die Dinosaurier dann teilweise verdurstet sind, weil sie immer in Panik geraten sind. Das wurde auf jeden Fall geändert. Dann habe ich hier noch stehen, man kann jetzt auch Dinos im Wald auswählen. Das heißt, man hat nicht mehr dieses Nervige, wenn man Dino anwählt und der in den Wald läuft, dass die Kamera sozusagen rauszoomt und man ihn nicht mehr ausgewählt hat. Also das kann man jetzt auch machen, finde ich auch sehr, sehr gut. Und Dinos flüchten nicht mehr so schnell vor dem Jeep. Das heißt, der Radius wurde verändert, dass die Dinosaurier nicht immer direkt in Panik geraten, wenn man mit dem Jeep ins Gehege fährt. Auch eine schöne Änderung. Dann wurde noch der Schlafrhythmus so ein bisschen angepasst. Das war ja bis jetzt sehr, sehr random. Und jetzt soll es so sein, dass der Schlaf der Dinosaurier dann auch mehr in der Nacht und sowas stattfindet und alles so ein bisschen realistischer ist. Finde ich auch cool. Alles kleine Änderungen, die auf jeden Fall zur Immersion des Spiels beitragen. Und damit kommen wir dann zum nächsten großen Punkt. Und dieser ist Gyrosphere Improvements. Das heißt, für die Gyrosphäre werden einige Verbesserungen kommen. Darunter ist eine sehr, sehr wichtige Verbesserung, die uns richtig gute und viele Möglichkeiten gibt, eine tolle Gyrosphären-Tour zu machen, nämlich das Gyrosphären-Tor. Mit dem kann man logischerweise von Gehege zu Gehege fahren. Das heißt, man könnte eine Gyrosphären-Tour durch den ganzen Park machen, durch jedes einzelne Gehege. Und das gibt einem einfach richtig viele tolle Möglichkeiten, eine tolle Gyrosphärenfahrt zu machen. Davon habe ich schon immer geträumt. Damit werden wir auf jeden Fall einen richtig geilen Gyrosphärenpark machen. Da freue ich mich mega drauf. Hinzu kommt auch noch, dass es eine neue Audio-Tour-Voice-Over geben soll. Das heißt, du wirst, wenn du in dieser Gyrosphäre bist, einfach eine neue Stimme haben, die dir so ein paar Sprüche und sowas, die das Ganze ein bisschen schöner gestalten, die Tour und sowas. Freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Weiß ich jetzt noch nicht genau, was ich mir darunter vorstellen kann, aber das wird sicherlich sehr, sehr cool sein. Dann wurde die Kamera ein bisschen verbessert von der Gyrosphäre, dass man mehr Freiheiten hat vom Blickwinkel so, dass man sich besser umgucken kann in der Gyrosphäre. Ist auch sehr, sehr gut. Und wenn du in der Ego-Perspektive bist, dass man nicht mehr diese Finger von den Gästen so im Blickfeld hat. Also das wurde auch rausgemacht, finde ich auch gut. Dann kann man wenigstens die Dinosaurier auch besser beobachten und hat nicht auf einmal so eine Hand in der Kamera. Und man kann an den Gyrosphärenstationen die Anzahl an Kugeln sozusagen oder an Gyrosphären festlegen, wie viele insgesamt maximal fahren soll. Ist, denke ich, auch eine schöne Sache, dass man das einstellen kann, dass nicht alles später so zugemüllt ist mit diesen Kugeln. Ne? Soll ja auch nicht sein. Und ansonsten haben wir noch ein paar kleine Sachen, auf die ich jetzt nicht mega genau eingehe. Da haben wir einmal Challenge Mode Editions, das heißt einfach zusätzliche Einstellmöglichkeiten für den Herausforderungsmodus halt. Da weiß ich jetzt nicht genau, habe ich mir nicht ganz genau durchgelesen, finde ich jetzt auch nicht so interessant. Aber wenn ihr wollt, ich verlinke euch das Ganze natürlich unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch alles nochmal selber in Ruhe durchlesen. Dann gibt es noch einige Building Fixes, die habe ich jetzt auch nicht genau aufgeschrieben. Da wurden einfach ein paar Bugfixes betrieben, die ein bisschen für störende Sachen und sowas gesorgt haben. Ansonsten würde ich sagen, war es das schon. Also das sind auf jeden Fall die Sachen, die jetzt offiziell von Frontier veröffentlicht wurden. Wird auf jeden Fall ein richtig cooler, großer Patch. Dazu sei noch gesagt, der wird kostenlos sein. Aber es wird vermutlich auch noch ein DLC kommen. Aber was das für eins ist, wurde noch nicht verraten. Wenn ich was weiß, dann werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und wie gesagt, das Update wird auf jeden Fall am 18. Juni kommen. Dazu werden noch einige andere kleine Bugfixes und so kommen. Da stand noch ein bisschen was auf der Liste. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall einen Eindruck davon bekommen, was uns im Sommer bzw. in, ja, das ist nicht gar nicht mehr lange, ne? Etwas über 2 Wochen erwartet. Ich freue mich richtig auf das Update. Schreibt auch mal eure Meinung unten in die Kommentare zu dem Update. Und falls euch das Video geholfen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt und mehr JWE-Videos sehen wollt, dann dürft ihr gerne abonnieren. Damit verabschiede ich mich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.